Frauen gucken primär auf die soziale Hierarchieleiter, in der ein Mann ist, und Männer eben auf die guten alten rein optischen Reize, was evolutionär nichts anderes bedeutet, als dass die Frau wahrscheinlich dazu geeignet ist, gesunde Kinder zu gebären. Frauen müssen für Männer gebärfähig wirken und Männer für Frauen zukunftsfähig. Das heißt, dass ein gesichertes Heranwachsen der Nachkommen wahrscheinlich erscheint. Die Grundlage für Anziehung ist Biologie, also die Lehre des Lebens. So, jetzt wird das ja Frauen gerne mal vorgehalten, nämlich dass sie so oberflächlich wären, was aber Männer natürlich auch sind, nur auf anderer Ebene. Und ja, ich empfehle hier unbedingt auch mein Nepotismus-Video anzugucken, denn das ist in diesem Zusammenhang sehr relevant. Guck dir mal die Grafik hier an. Die bringt's nämlich ganz gut auf den Punkt, wie ich finde. Grüße an Lucio von thepowermoves.com, sehr guter Stoff. Hier siehst du, wer bei wem und vor allem wofür eine reale Chance hat. Die unteren 40% daten und bebeischlafen sich quasi nur gegenseitig. Durchschnittsfrauen bekommen hier und da einen Statusmann ab, aber eben nur für den Beischlaf und nicht für die Beziehung. Also, was der Status eines Mannes für Frauen ist, ist die Schönheit einer Frau für Männer. Wir sind also nicht weniger hypergam und wir haben sogar gewaltige Vorteile gegenüber der Frau. Anziehung ist ganz klar ein Kastensystem. Eine optische Kreisliga-Frau hat kaum reale Chancen bei einem Status Champions League-Mann und ein Status Kreisliga-Mann kaum Chancen bei einer optischen Champions League-Frau. Aber dennoch, ein optischer Normalo-Mann, der hat doch mehr Chancen bei Top-Frauen als eine optische Normalo-Frau bei Top-Männern. Denk mal drüber nach, er muss eben nur überdurchschnittlich soziale Kompetenz, Macht, Einfluss und so weiter auf den Tisch legen, was, wie wir festgestellt haben, einer Frau wenig bis gar nichts für ihre Anziehung bringt. Und wenn du mir jetzt sagst, du musst unbedingt blendend aussehen, um bei schönen Frauen zu landen, dann ist das, besonders wenn wir von langfristigen Beziehungen sprechen, schlichtweg unwahr.